Seit vorgestern kann man sich den neuen Film von und mit George Clooney in der Hauptrolle auf Netflix anschauen. Dabei handelt es sich um eine Buchverfilmung und damit geht es hier jetzt um The Midnight Sky. Es ist 2049 und etwas Verheerendes ist auf der Erde passiert. Menschen werden evakuiert, es herrscht eine dystopische Grundstimmung und allein zurückgeblieben versucht ein Wissenschaftler in einer Sternwarte in eisiger Umgebung zu helfen, wo er noch kann. Er versucht Kontakt aufzunehmen zu den Astronauten diverser Raumfahrtmissionen, dabei scheint aber nur noch eine aktiv zu sein. Sein Ziel, die Besatzung zu warnen, nicht mehr zur Erde zurückzukommen. Während besagte Raumschiff-Crew noch nichts von ihrem Schicksal ahnt, haben sie eigentlich Nachrichten im Gepäck, die der Menschheit Hoffnung machen sollte. Doch die Zeit läuft gegen sie. The Midnight Sky geht 118 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 12 Jahren und ist dort seit dem 23. Dezember 2020 anschaubar, ist ein Science-Fiction-Fantasy-Film mit stark dramatisch-melancholischem Einschlag, der visuell wirklich sehr überzeugt. Tolle Musik hat, eine richtig feine Kameraführung und vor allem auch was das Spiel angeht, erstmal sehr interessant besetzt ist, aber ein ganz großes Problem hat. Während dieser Film sich so dystopisch, dramatisch, mit Schmerz beladen, ganz langsam aufbaut, für den einen oder anderen vielleicht sogar zu zäh, spürt man in der ersten Hälfte, dass dieser Film sich hinarbeitet zu einem großen, dramatischen Finale. Etwas, was man nicht kommen sieht, und dann kommt das Payoff leider doch nie so. Ich wage zu behaupten, dass nicht wenige schon sehr früh checken, wo die ganze Richtung hingehen wird, aber vor allem diese große Tonalität, die so was wissenschaftlich, was groß menschheitsmäßig Dramatisches mit sich bringt, mit viel Spannung, geht dann aber in eine Drama-Richtung hinein, die sich gar nicht so richtig zufriedenstellend schauen lässt mit dem Beginn, aber vor allem ist am Anfang und allem, was da an Druck und Kraft und auch an Wertigkeit in dem Look verbaut wird, etwas, was am Ende sich so reduziert zu einem Finale, mit dem ich persönlich nicht unbedingt zufrieden war, weil der Film eben auch so wahnsinnig viel Potenzial mitbringt, ne? Ich den gerade in der ersten Stunde richtig, richtig gerne gesehen habe, aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz zu dem Cast. George Clooney als, ich will mal die einzelnen Rollennamen nicht sagen, weil dann kann man sonst zu schnell vielleicht irgendwelche Schlüsse ziehen und da soll sich jeder oder jede Zuschauerin noch gerne überraschen lassen, wenn man den Film anschaut. Ist sein erster Kinofilm, beziehungsweise sein erster Film seit 2016, hat 14 Kilo abgenommen für diese Rolle. Der sieht hier sehr gelebt aus. Ich meine, George Clooney ist einer, der kam mal als TV-Kinderarzt daher, dann war er immer so der Schönling, gerade in der Oceans-Reihe, immer in die Richtung Sexiest Man Alive hingepackt, aber immer so den Schmerz der Welt tragen, vom Leben gezeichnet, als Charaktergesicht so zu sehen, das ist schon ein Seltenheitswert und sieht man auch richtig gerne, zumal er sich ja hier auch selbst inszeniert. Das ist seine 7. Regiearbeit, unter anderem nach Filmen wie Suburban Good Night and Good Luck, The Monuments Man und andere mehr. Dieses Mal also hier für Netflix. Und einer, der eben auch machen kann, was er gerne möchte und inszenieren möchte, weil der mag durch Schauspielerei schon gutes Geld verdient haben, hat aber unter anderem, das mal als kleiner Funfact, an der Reihe mit einem Kumpel eine Tequila-Marke aufgebaut, weil er viel mit ihm in Mexiko unterwegs war und nach viel Tequila trinken meinte, hey, lass doch unseren eigenen machen. Was mal als kleiner Kreis begann, hat er 2017, glaube ich, an Diageo für ungefähr $1 Milliarde verkauft. Also der braucht sich um Geld gar keine Sorgen mehr machen und kann deswegen im Grunde auch spielen und annehmen, worauf er persönlich Lust hat. Und ich finde, dass ihm dieses bedrückende und beeindruckende letztendlich auch gespielte richtig gut tut. Dieser Film macht einen schon sehr traurig am Anfang. Man hat das Gefühl, es gibt keinen Funken Hoffnung. Und es bleibt auch lange so aufrechterhalten. Und wenn es da mal kurz was gibt, wo du denkst, oh, jetzt wird es mal ein bisschen entspannter, jetzt kommt so ein kleiner Relief, dann ahnt man schon, wo das Ganze hin will, weil die Musik schon anfängt zu brodeln im Hintergrund. Und ich mag seine Performance wirklich gerne. Nur da dieser Film grundsätzlich in so zwei Abschnitten und immer wieder mit kleinen Flashbacks erzählt wird, sind es so zwei Geschichten, die irgendwie zu einem Punkt laufen, wo ich schon sehr früh gedacht habe und auch gesagt habe bei dem Film, ich habe das Gefühl, der wird vielleicht so ein bisschen ins Leere laufen, und ich finde, das ist ihm auch passiert. George Clooney hat in einer Filmcrew, die letztendlich diese andere Handlung spielt und leider die Charaktere relativ generisch sind. Da haben wir eine schwangere Astronautin, wir haben jemanden, der gehört dazu, wir haben den Captain, wir haben den besten Piloten, Leute eben mit Verantwortung, sind die aber alle relativ glatt gezeichnet. Ja, jemand hat Familie auf der Erde und will vielleicht die Nachricht nicht wahrhaben, dass man nicht zurückkehren soll, aber alles bleibt so sehr an der Oberfläche agieren und letztendlich diese Handlung unterworfen, was da draußen so passieren kann. Vor allem, wenn man Wege beschreitet, die vorher noch keiner beschritten hat. Und deswegen ist es auf der einen Seite relativ generisch, was die Figuren angeht, und trotzdem mit großen Namen besetzt. Felicity Jones zum Beispiel spielt in den Momenten gut, auch wenn so ein Alarm in diesem Raumschiff aufgeht, wie sie mit 2 Sekunden Versatz erst wahrnimmt, was passiert. Und dann wird dann ganz klar, dass hier eine gute Inszenierung eigentlich in diesem Moment, in dem sogenannten Beat, wenn eine Stimmung umschlägt, in einem Drehbuch richtig feine hineingespielt wurde. Und da mochte ich sie wirklich gerne. Ansonsten ist diese
Figur halt auch so relativ glatt, wo sie noch mit am meisten Charakter bekommt und vielleicht auch hinsichtlich der Frage Leben, Zuhause, Zukunft, wo will man hin, aufgrund der Tatsache, dass diese Figur schwanger ist und was letztendlich nur der Tatsache zu schulden ist, dass Felicity Jones selbst tatsächlich schwanger war während der Dreharbeiten, ist das so ein bisschen flach trotzdem. Das gilt auch für David Aiello, der unter anderem für Selma, ich glaube, Golden Globe nominiert war, der hier den Kommandanten gibt, der Anführer der Verantwortung übernehmen muss. Aber so richtig spürt man das nicht, so richtig wirkt das nicht. Auch in Damien Bashir, Tiffany Boone, Kyle Chandler, alles wirklich gute Leute, die aber so austauschbar wirken, dass diese zweite große Geschichte immer so an der Oberfläche kratzte, dass man auf diesem Spannungslevel und Sci-Fi-Level mittritt, aber eigentlich diesem Charakterstudienhaften, was man dieser George Clooney-Story auf der Erde mit hineinpackt, da so ganz vernachlässigt. Dann hatte man das Gefühl, zwei Filme im gleichen Universum zu gucken. Das war für mich ehrlich gesagt kein so befriedigendes Erlebnis, was ich schade finde, weil der Film technisch und visuell klasse ist. Die Kameraarbeit, das sind richtig gute und tolle eingefangene Bilder, vor allem im Szenenbild. Dieser Mix aus Kälte, Moderne, Isolation und Einsamkeit, alles auf so einem Hochglanz, aber gepaart eben mit diesem abgewrackten Charakter auf der Erde zum Beispiel, wo das Gefühl ist, diese Kälte wird trotzdem mit Emotionen, mit Kraft, mit Schmerz und mit Leid gefüllt, dass ich diesen Kontrast sehr mochte und den Film da emotional eben aufgeladen hat. Die Kamera selbst ist immer bei dieser sehr clean und auch etwas tristen und gnadenlosen Lichtsetzung, die immer so was Verlassenes hat und gleichzeitig etwas, dem man als Mensch gefühlt sich nicht entgegenbäumen kann. Etwas, was mir sehr imponiert hat. Auch die Musik, richtig klasse. Also rein technisch ein Film, der mir persönlich zumindest sehr gut gefallen hat, was sich auch die Effekte, die für sich stimmig wirken, sich hineinlassen. Jetzt haben wir so ein Problem zwischen einem Film, den ich in der einen Hälfte richtig gut finde, den ich visuell toll finde, der aber gerade hinten raus, das Payoff, wo will der Film eigentlich hin? Sehr, sehr viele Federn lassen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde, dass diese große Melancholie und der Schmerz auch so ein bisschen was hat und an Interstellar erinnert. Ein Film, der letztendlich ja auch irgendwo im Universum spielt und von der Kraft und der Aufgabe eines Menschen, der versucht, sich vielleicht zu opfern, um zu helfen, um zu verändern und trotzdem mit so vielen menschlichen Verästelungen verankert war, so früh klar gemacht hat, wie das The Midnight Sky vielleicht einfach viel zu spät tut. Und deswegen ist das für mich so ein Film, der lässt dann so einen faden Nachgeschmack, weil er am Anfang viel verspricht, weil er visuell toll ist und tolle Musik und Kamera hat, aber am Ende eben zu einem Punkt kommt, wo ich sage, für mich persönlich schwierig, weil es ein Versprechen ist, das nie eingelöst wird. Und ich glaube auch, wie gesagt, für nicht wenige auch relativ früh durchschaut werden kann. Am Ende bleibt für mich für The Midnight Sky so ein bisschen hin und her als Science-Fiction-Fantasy-Film 7 von 10 möglichen Punkten. Da finde ich ihn sehenswert. Insgesamt 6 von 10 möglichen Punkten, was ich fast schon schade finde, weil nach dem Trailer habe ich mir da mehr erhofft. Und dem sollte aber zumindest aus meiner Sicht leider nicht so sein. Trotzdem mag ich es, wenn George Clooney Regie führt. Und deswegen bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Und wie gesagt, mit einer Milliarde Dollar im Rücken, da kann man schon ein paar Filme weitermachen. Da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Okay, dann sind wir am Ende dieser Review zu The Midnight Sky. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.